Erstmal müssen wir hier rein. Und hier dürfen wir auch noch ein Pokémon fangen. Das wird jetzt aber höchstwahrscheinlich ein Slimer oder ein Smogon. Eventuell ein Vulcano. Ja. Oder nee, Moment, Vulcano gibt es hier nicht. Wenn dann Ponyta. Oder, weil Vulpix habe ich ja auch schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eins von den Gift-Pokémon wird und es wird ein Slimer. Eine Schockwelle sollte das Teil übernehmen und wenn nicht, dann ist es eh unwürdig. Das ging wenigstens unkompliziert. Was braucht... Der braucht jetzt auch noch einen Spitznamen. Es ist wieder eine Sie. Ich kenne jetzt niemanden, der unbedingt ein Slimer sein will, vor allem weil das Ding jetzt nicht unbedingt so beliebt ist oder so. Fällt dir jemand ein? Am besten. Für den Slimer? Ja. Irgendjemand, der Boah, Slimer ein mag. weiblicher Slimer. Entweder irgendjemand, der Slimer mag, oder irgendjemand, von dem du denkst, dass er das nie sieht. Gott, was ich jetzt sagen wollte, war böse. Ich wollte Nadine sagen. Nee, ich glaube, Nadine lasse ich da lieber mal raus. Denn wenn sie sieht, gibt's Ärger. Ja. Und zwar für uns beide. Also, fällt dir irgendjemand ein? Milena. Wie? Milena. Okay. Dann nennen wir die Milena. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach, musst du auch nicht wissen. So. Ein Fluchtseil. Okay. Hier kommt man momentan noch nicht weiter. Ach ja, um professionell zu sein, tut manchmal ganz gut. Bin nebenbei hinten checken. Du kommst gerade ein bisschen abgehakt drüber. Ich bin momentan, ich bin gerade nebenbei am Hähnchenschenkel essen. Aber keine Sorge, ich mute mich, wenn ich esse. Aha. Hähnchenschenkel. Ja, Hähnchenschenkel. Ich gönne mir hier nebenbei auch hin und wieder mal einen kleinen Schluck. Das hört man dummerweise auf der Aufnahme. Aber die Leute werden es mir verzeihen, wenn ich da hin und wieder mal ein kleines Schlückchen trinke. Ja, werden Sie verzeihen. Stimme ölen und sowas. Auch wenn das ein... Ja gut, kommt darauf an, was du trinkst, weil je nachdem verschleimst du dann nur die Stimmbänder. Was trinkst du denn? Fanta. Okay. Jo, leveltechnisch sind wir gerade gut dabei mit allen. Dirki ist der Einzige, der ein bisschen voraus ist und das macht gerade eh nichts. Der darf nämlich in der nächsten Arena nicht wirklich ran. Ich finde es das toll, dass Lapriso so viel aushält. Ja. 130, 80, 95. So, jetzt nochmal ganz kurz schauen, ob wir da hinten jetzt noch irgendwo hinkommen. Ja, wir kommen jetzt hier ran, ans Protein.
unten komme jetzt aber nirgendwo hin. So. Dann macht man mal einen Schritt ohne Schutz, ne? Level 32 radikal. Ist doch immer so. Oh, das Ding ist schneller als ich. Ein Schritt ohne Schutz und direkt kommt irgendwas. The Deep Arnie. Mit einem Glumanda. Und einem Glutexo. Charmeleon. Die Tagebücher hier. Ein Calcium. Gibt wieder schön Spezialangriff dazu. Die lernen wie es einfach so irgendwelche Tagebücher von irgendwelchen fremden Leuten. Ja. Wenn die da offen rumliegen. Gar keinen Anstand, Leute. So viele Vitamine liegen hier rum. Ja, gut, wir können den eigentlich noch eine Zeit lang vorne lassen. Ein Magnetilo. Gut. Gefällt mir jetzt zwar nicht als Matchup, aber kriegen wir trotzdem gewonnen. Magnetilo hat ja in der Spätzdef ein gutes Stück weniger als in der physischen. Bei Voltoball gehe ich aber raus. Magneton, ja gut, das kriegen wir hier mit Skadi auch noch schön weggebrannt. Ach ja. So. Muss nochmal schauen, wo es hier nochmal hinging. Ja, hier gibt's noch ein KP Plus. Also ich fand die Menschen da eigentlich immer ziemlich cool. Okay, wo war nochmal der. Welcher ging nochmal zum Ding runter? Ich meine, der hier war's, oder? Oh, nee, das war doch der falsche. Und wie fandest du früher immer so das Pokémon-Haus? Ja, war ganz interessant. Ja, ich fand's vor allen Dingen interessant, weil das ja so die Geburtsstätte von Mewtwo war, wenn ich mich recht entsinne. Jupp, ist es auch. Klassisch erwähnt ist und schon liegt da das Tagebuch, wo drin stand, wir nannten es Mewtwo.
Wow, Übrigens, für die Zuschauer, gut. die es interessiert, das ist so mein absolutes Lieblings-Pokémon. Das ist wieder der Moment, wo ich es jetzt schade finde, dass es noch keinen Eissplitter gibt. Na gut, hätte mir in diesem Fall jetzt eh nichts gebracht, weil der eh eine Prio gemacht hat. Okay, ich muss erst den Schalter wieder drücken. Gut, dann müssen wir hier runter. Die Pokémon-Filme hast du ja auch geguckt, ne? Welchen meinst du? Die beiden Mewtwo-Filme. Den ersten, ja, den zweiten noch nicht. Echt nicht? Nee. Was heißt noch nicht? Weißt du, wie alt die sind? Ich habe von den Filmen bisher nicht wirklich so viele geschaut. Okay. Von denen, die ich geschaut habe, das waren, also ich habe einen ersten, einen zweiten, einen vierten. Dann ich habe den von Manaphy habe ich gesehen, den mit Lucario habe ich gesehen, den mit Darkrai und dann noch den mit Giratina und Shaymin. Das sind die, die ich gesehen habe. Also ich habe bis zu dem mit Lucario alle geguckt und danach dann nur Koopa. Und schon Koopa ist auch so ein richtig, also zumindest Koopa am Bound ist ein richtig cooles Pokémon. Fällt mir sehr, sehr gut. Ich mag das kleine Hooper eigentlich lieber. Du magst das normale Hooper lieber? Ja, gut, das am Bound ist halt nicht mehr süß und knuddelig. Genau deswegen. Genau deswegen ist es auch der Grund, warum ich das am Bound besser finde. Weil es nicht mehr süß und knuddelig, sondern groß, böse. Ponita. Lieblings-Pokémon und alle vier sehen groß und böse aus. Irgendwie seltsam. Wie viel Geld haben wir eigentlich inzwischen? Ja, zumindest schon mal fast die Deine Hälfte von dem. Lieblings-Pokémon sind immer süß und knuddelig. Ja, was dagegen? Nö, das ist irgendwie so das totale Gegenteil von mir. Was irgendwie auch passt, weil du mir mit dem Wasserstarter anfängst, also meistens, und nicht mit dem Feuerstarter. Tja. Nur bei der neuen Pokémon-Edition würden wir, wenn wir beide uns nur eine holen würden, mit derselben anfangen. Würden wir ja beide Mond favorisieren. So wie ich dich beim letzten Mal verstanden habe. Yep. Warum? Weil du Lunara schöner findest als Solgaleo, Yep. oder? Allerdings, ich hole mir beide schon allein, weil ich beide Vulvarok-Formen haben will. Ich mag das Ding nämlich richtig gern. Also, die Vulvarok ist,
die Tagform, die finde ich richtig cool, und die Nachtform, die ist einfach nur geil. Ja. Und von der Tagform weiß ich ja schon, dass das Ding eine Prio-Gesteinsattacke lernt. Echt? Welche? Das ist eine neue Gesteinsattacke und die hat Prio. Entweder das oder das Ding hat eine Fähigkeit dafür, aber ich glaube eher, dass es eine Gesteinsattacke mit Prio gibt, und das ist der größte Abfuck für Y-Glurak, für Ramot, Lavados. Und zum Teil auch für Fiaro, sofern der schneller ist als Fiaro. Ja. Wobei ein Fiaro gegen ein Vulvarok jetzt wohl kaum einen Sturzflug benutzen wird, aber ich find's gut, dass sie Fiaro mal ein bisschen in die Schranken weisen, weil das Ding hat echt viel zu viel Spiel gesehen in der letzten Gen. Blizzard. TM14. Der Fragezeichenöffner. Ja, das ist super Schutz. Hier haben wir den Solarstrahl. Jetzt muss ich bloß mal kurz schauen, habe ich die TM für den Sonnentag eigentlich schon? Yep, habe ich schon. Kilian? Ja. Wenn du eine Besorgung hättest, am Stützpunkt, und du lauter verschlossene Tür, was für einen Türöffner würdest du benutzen? Also was für einen Schlüssel? Muscheln. Muscheln. So, jetzt ist die Frage, was hauen wir dem jetzt weg? Ich würde ja, am liebsten würde ich ihm Rankenhieb und Zerschneider wegmachen, aber ich kann Zerschneider kann ich ihm nicht verlernen gerade. Zum einen brauche ich ihn noch und zum anderen, ja, ich glaube, ich mache Rankenhieb und Säure einfach weg. Ist zwar schade, dass ich ihm seine Giftstep-Attacke wegnehmen muss, aber wirklich stark ist die ja eh nicht. Einmal Sonnentag und einmal Solarstrahl. Ich glaube, ich würde dann als Türöffner irgendwas verdammt Schweres nehmen. Und das, wo du es dann einsetzen musst, in 2 Metern Höhe platzieren. Ja, man muss aber auch ein bisschen dran denken, dass man sich selbst noch in der Basis frei bewegen können muss. Dafür würde ich Machox benutzen. Aha. Oder machen wir es. Ja, Moment, jetzt muss ich ja noch den Schalter da hinten nochmal aktivieren. Sonst kommt oder ein Psycho-Pokémon, was dann mit Konfusion den dahin bringt. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich würde Voltobald als Türöffner benutzen. Denn wie sagte ein grüner, kleiner Mann doch so schön? Explosion! Wir brauchen mehr Explosion! Und dann öffnet sich einfach jede Tür mit einer gewaltigen Explosion. Ja, so kann man es auch machen. Und dann würde es keine Cool Guys mehr geben, weil einfach jeder dann zur Explosion hingucken muss. So, unser Dirki ist jetzt endlich wieder im Geschäft, weil er jetzt endlich wieder eine starke Attacke hat. Ja. Trotzdem ist er für die Feuerarena nicht so geeignet. Ja, vor allem, weil er mit dem Sonnentag die gegnerischen Feuer-Pokémon verstärken würde. Ja. Und das will ich jetzt am allerwenigsten.
machen wir jetzt einfach mal so. Der Dirk kriegt jetzt mal ganz kurz Sendepause. Ist wahrscheinlich auch in seinem Sinne. Der darf nach der Arena dann gleich wieder mit. Ja, auch mal so interessieren würde, das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Aufruf an die Fans hier, die sich zu Halloween und ihr Bilder davon habt, könnt ihr die ja mal, falls ihr die auf Facebook habt, so die Links dafür in die Kommentare posten, weil das würde mich echt mal interessieren, wer von euch sich da so zu Halloween verkleidet und als was und wie viel Mühe ihr euch dabei gebt. Okay, wir haben noch ein männliches Ammonitas. Na gut, wir könnten jetzt einfach wieder klassisch mit dem Meme gehen, weil die Namen für die Leute gehen mir so langsam aus, oder ich nenne es einfach Nür. Nennen wir es Nür. Okay, dann ist Nür jetzt unser Mr. Praise Helix. Mhm. So, was kann unser Nür denn alles? Der ist Level 5. Solo-Wesen, ach Gott, natürlich. Hat auf jeden Fall eine Panzerhaut, was schon mal gut ist. Und er kann so ziemlich gar nichts. Ja, ist auch erst Level 5. Umklammerung ist so ziemlich die schwächste Attacke, die ich kenne. Ja. Also die schwächste Schadensattacke, muss ich dazu sagen. Aber das Wesen gefällt mir mal wieder gar nicht. Was hat denn der für ein Wesen? Hab ich gar nicht gehört. Solo, also plus Angriff, ja. Minus Verteidigung. Das ist eins von denen. Das ist blöd. Wesen, das ich auswendig kenne. So. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause und ich werde offscreen jetzt dann wahrscheinlich demnächst mal unseren Nür trainieren, weil ein Gesteinwasser-Pokémon räumt diese Feuerarena mehr als nur auf. Ja. Ansonsten hätte ich gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.